Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, dann wollen wir mal Elisabeth jetzt anrufen. Zücken wir mal das Telefon und Anruf. Wie? Gibt's was Neues? Ich hoffe, du sitzt. Die Sache ist so viel größer als gedacht. Was meinst du? Die unterziehen euch einer Gehirnwäsche. Sie haben eure Köpfe gescannt und jetzt beeinflussen sie... Warte, nicht übers Holo. Gut, ich komme vorbei. Nein, du und ich, wir müssen alleine sprechen. Ich kenne da einen Ramenladen in Japantown. Ich schicke dir die Koordinaten. Verstanden, wir treffen uns da. Okay, wir haben auch schon Geld gekriegt. Ein Kilometer weit weg. Ja, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich doch eher mit dem Auto fahren, oder? Haben wir hier... Oh, das ist ja doch ein Stückchen. Dann markiere ich mir einmal kurz den hier. Das heißt, in die Richtung 100 Meter, da machen wir jetzt den Marathon-Sprinter hin. Das geht ja fix. Ist ja kein Thema. Da haben wir ihn schon. So. Und dann einmal hier runter, schnell reisen. Das passt. So, aber ich würde mir auch gerne irgendwann mal neue Autos kaufen. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder so eine kleine Farmrunde machen. Wo wir uns dann einfach das Geld reinziehen für. Hey, stehst du auf Braindancing? Zieh dir mal das hier rein, ja? Hab den härtesten, geilsten Scheiß aller Zeiten. Okay, neue Mission. Nee. Kann ich mir jetzt gerade nicht leisten, deine Braindances. Dann wollen wir hier mal rein und. Hey! Setz dich. Bitte. Danke, dass du gekommen bist. Gemütlicher kleiner Laden. Ist allerdings nicht ganz dein Stil. Ideal für ein Gespräch unter vier Augen. Dann schieß mal los. Was gibt's? Tut mir leid. Meine Nerven liegen blank. Ich kann mich kaum konzentrieren. Unser letztes Treffen ist nicht lang her. Ist seitdem was passiert? Nein. Ich meine doch. Aber nicht in letzter Zeit. Eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Also, vor einer Weile habe ich bemerkt, wie Jeff sich plötzlich verändert hat. Sein Charakter schien sich vor meinen Augen zu verändern. Er wurde jemand anderes. Wie das? Er hat aufgehört zu lesen. Seinen Lieblingsfilm vergessen. Sogar sein Musikgeschmack war plötzlich anders. Einmal wollte ich mit ihm das Grab seines Bruders besuchen. Und er meinte, er sei ein Einzelkind. In dem Moment wusste ich, dass irgendwas Schlimmes mit ihm geschieht. Und es war nicht nur Jeff. Hast du auch an dir was bemerkt? Ja, nach einer Weile. Meine Freunde meinten mehrmals zu mir, dass ich mich seltsam verhalte. Das war bestimmt schwer. Ja, man fängt an der Realität zu zweifeln. Wirklich keine schöne Erfahrung. Du wusstest also die ganze Zeit, was ich rausfinden würde? Ich wusste nicht wie, warum oder wer. Aber sie verändern uns. Dieses Geheimzimmer in unserem Apartment. Was ist damit? Ich habe es irgendwo schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht, wo. Es ist schrecklich. Hast du schon was zu Jeff gesagt? Ich habe es versucht, aber er will nichts davon wissen. Er hat gelacht und gesagt, ich bilde mir das ein.
einmal. Da hat er von einem Urlaub erzählt, den wir nie gemacht haben. Er ist dabei so ins Detail gegangen, dass ich ihm fast geglaubt hätte. Vielleicht bist du es, die alles vergessen hat. Vielleicht haben sie die Reise gelöscht. Ich weiß es auch nicht mehr. Verstehst du das? Du hast mir noch nicht alles erzählt, oder? Eines Nachts hat jemand an den Monitoren in unserem Apartment rumgefummelt. Aber da wusste ich schon nicht mehr, ob ich meinen Augen überhaupt noch trauen kann. Also, hast du nichts unternommen? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe am Morgen mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Lass mich raten. Die Kameras haben nichts gesehen. Der Typ meinte, ich hätte das alles wohl nur geträumt. Er hat mir die Aufnahmen gezeigt. Ich kam mir vor wie eine Verrückte. Am nächsten Tag kam dann der Anruf. Von wem? Von Ihnen. Wer auch immer Sie sind. Die Stimme am anderen Ende war verzerrt. Namen wurden keine genannt. Und? Hast du einen Deal mit ihm gemacht? Nein. Mir wurde gesagt, dass unser perfektes Leben nicht unangreifbar ist. Dass ich an die Sicherheit meines Mannes denken sollte. Später gab es keine Spuren eines Anrufs. Es war, als wäre nichts passiert. Ich bitte dich, Vee. Jefferson darf von all dem nichts erfahren. Niemals. Sein Leben wäre in Gefahr. Du wusstest, wer den Einbrecher geschickt hatte. Und hast nichts gesagt, Liz. Ich hatte keine Wahl. Was hätte ich denn tun sollen? Du hast einfach nur den Weg gewählt, der für dich am bequemsten war. Bequem? Du hast ein perfektes Leben. Einen berühmten Mann. Dir fehlt es an nichts. Glaubst du das echt? Du hast ja keine Ahnung, was so ein Leben mit sich bringt. Und wenn man dich nur programmiert hat, das zu sagen? Vielleicht liest du nur ab, was man dir in deinen Kopf geschrieben hat. Ich liebe meinen Ehemann und ich will, dass er sicher ist. Und glücklich. Oder sie wollen, dass du das denkst. Weißt du, was Jeff tun wird, wenn er davon erfährt? Er wird selber Nachforschungen anstellen. Er darf es nicht erfahren. Das würde ihn zerstören. Du glaubst, dass Jeff sich mit ihnen anlegen würde, wenn er die Wahrheit kennt? Ich glaube nicht, ich weiß es. Jeff ist immer noch eine Kämpfernatur. Er würde nicht einfach aufgeben. Also, wie gehen wir jetzt vor? Ich werde Jeff sagen, dass SSI im Auftrag seines Rivalen Holt spioniert. Du musst es nur bestätigen. Und wenn ich nicht mitmache? Du hast die Wahl. Bedenke aber, dass du dich nicht um die Konsequenzen zu kümmern brauchst. Willst du SSI wirklich rauswerfen? Trotz der Drohungen? Es wäre mutig, aber riskant. Was sie uns beiden antun, ist eine Sache. Aber als ich das Geheimzimmer gesehen habe, ich kann doch nicht damit leben, dass uns jemand im Schlaf beobachtet. In unserem Haus. Spielt es echt eine Rolle, von wo? Ich übernehme die Verantwortung für alles, was SSI künftig tut. Aber ich bitte dich, lass Jefferson da raus. Mhm. Ich arrangiere ein Treffen mit Jeff im Reconciliation Park. Er wird auf dich warten. Wer weiß, ob ich mich morgen noch an dieses Gespräch erinnere. Aber bitte, vergiss nicht, was wir heute besprochen haben. Werde ich nicht. Mehr kann ich nicht versprechen. Auf Wiedersehen, Vee. Wiedersehen. Ziemlich große Scheiße, was? Ich will nicht in ihren Schuhen stecken. Übrigens, manipulierte Erinnerungen, geänderte Persönlichkeiten. Erinnert dich das an was? Wenigstens wissen wir, womit wir es zu tun haben. Nein, das hier ist anders. Du hast es selbst gesehen. Sie modifizieren ihr Bewusstsein. Einzelne Gedanken. Perales würde eine gute Marionette abgeben. Sogar zu meiner Zeit gab es Gerüchte über sowas. Kognitive Musterfluktuatoren, Manipulieren von neuralen Netzwerken, einfach ausgedrückt, Gaslighting. Das Tolle daran ist, dass man alles benutzen kann.
Unterschwellige Fernsehnachrichten, Sender in der Zahnbürste. Ist alles möglich. Also, was würdest du an meiner Stelle tun? Dahinter stecken richtige Bastarde. Die muss jemand ausschalten. Auch wenn die Perales draufgehen könnten? Will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir eine Marionette als Bürgermeister haben. Aber stimmt, wir setzen ihr Leben aufs Spiel. Schwere Entscheidungen wie... Ah, da bin ich irgendwie so Silverhands Meinung. Komm zurück! Bitte? Bin soweit. Du auch? Komm zurück? Nö, ich bin nicht so weit. Gut, treffen wir uns jetzt erstmal mit Jefferson. Ich muss jetzt hier nur mal kurz... Holy shit, wo zieht er mich denn hier ganz lang? Bis dort hinten. Das heißt, wir machen hier den Schnellreisepunkt drin. Der ist hier hinten. Bin ich schon wieder dran vorbeigelatscht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den hier. Und dann sprechen wir nochmal mit Jefferson. Kann ich nicht selber da hingehen und die einfach ausmerzen, so auf eigene Faust? Brauchst sowieso noch ein paar Waffen, die ich zerlegen möchte. Deswegen wäre das gar nicht so verkehrt. Wir haben schon wieder eine neue Nachricht. Also ich kriege momentan mehr Nachrichten, als mir lieb ist. Neue Mission, okay. Der ist total durchgedreht. Natürlich. Bitte nicht jetzt. Ich hab Familie. Bitte. So. Dann nehme ich die hier mal kurz aus. Ich weiß zwar nicht, was die jetzt hier machen wollten, aber... Ich hab's beendet. Ging auch ein bisschen zu schnell. Naja, er ist tot. Das, ne? Ist... Seid ihr Zwillinge? Müsst ihr auch die Todespose beibehalten? Mensch, das fällt ihnen doch schon schwer. Jetzt nimm das Bein runter. Gut. Gehen wir weiter. Hoppala. 80 Meter. Sieht mich denn jetzt gerade das GPS hin hier? Ist ja der Wahnsinn. Muss ich jetzt hier wirklich 2 Kilometer weit weglaufen noch? Klar. Ey. Hallo? Hast du mal auf? Der liegt doch schon am Boden, Mensch. Warte mal, wie kann ich meine Fäuste nehmen? So war das. Jetzt hör doch mal auf. Oh nein, oh nein, oh nein! Ja, geht doch. So. Wollen wir uns ein bisschen für Gerechtigkeit hier sorgen. Einmal auf ihn rumprügeln ohne Sinn und Verstand bringt ja auch nichts. So, und jetzt haben wir hoffentlich auch... Unbekannte Nummer. Ja? Es spielt keine Rolle, was du ihm sagst. Oder was du tust oder tun willst. Du kannst nichts ändern. Was? Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du bist. Wir wissen, was du suchst. Du spielst mit dem Feuer. Verbrenn dich bloß nicht. Fuck! Wird mir jetzt gerade durch ein Telefonat gehackt? Vergessen und auf ins Paradies? Warte keine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7299. Oh Mann.
Hallo, wie? Hallo, Jeff. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Elizabeth hat es mir erzählt. War wohl eine gute Entscheidung, dich anzuheuern. Elizabeth, was genau hat sie dir denn gesagt? Naja, nur dass SSI uns für diesen Schweinehund Holt ausspioniert hat. Aber du hast noch mehr, oder? Ist alles in Ordnung? Aber wenn wir jetzt mit seinem Leben spielen, ist es auch scheiße. Aber komm, er muss es wissen. Es geht. Wie? Ja, Moment. Komm. SSI arbeitet nicht für Holt. Ihr steckt viel tiefer in der Scheiße. Was heißt das? Ist es nicht seltsam, dass du so ein ehrlicher Politiker bist? Wieso denn das? Ich gebe halt mein Bestes. Was soll denn daran so seltsam sein? Wie viele Politiker gibt es denn, die nicht irgendwelche krummen Geschäfte mit Gangs oder Konzernen machen? Jede Menge, würde ich sagen. Man kennt sie nur noch nicht. Man könnte meinen, diese Stadt hat jemanden wie dich nicht verdient. Ich bezahle dich nicht fürs Orakeln. Was willst du mir sagen? SSI handelt für eine unbekannte Organisation, die eure Leben kontrollieren möchte. Weißt du von dem Geheimraum in eurem Apartment? Sag mir alles. Die horten darin Tech, das glaubst du nicht. Diese Leute wissen alles über dich und deine Frau. Sie beobachten jeden Schritt. Jemand programmiert dich und deine Frau. Das ist ja wie in einem Holoflick. Ich habe eure Gehirnscans gesehen. Sie verändern eure neuralen Verbindungen. Das ist kein Film, Jeff. Sie machen das schon seit einer Weile. Sie ändern eure Erinnerungen, eure Wünsche und Überzeugungen. Unmöglich. Wie konnte ich das nicht bemerken? Selbst deinen Erinnerungen kannst du nicht mehr trauen. Das stimmt. Wie kann ich dann überhaupt noch wissen, was echt ist und was nicht? Warte. Der Einbrecher! Ich muss ihn finden! Glaub mir, du wirst ihn nie finden. Erst finde ich ihn und dann die, die hinter all dem stecken. Ich zeig diesen Hurensöhnen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Es gibt kein schlimmeres Verbrechen, als jemandem die Gedanken zu stehlen. Ich würde mich auch wehren. Sie werden das alles bereuen. Ich lasse Sie erst mal glauben, dass Sie die Fäden in der Hand haben. Viel Glück. Mein Gott. Ich muss es Liz sagen. Deine Frau weiß alles. Liz? Aber... Sie hat es rausgefunden. Elizabeth? Nein. Sie hätte doch etwas gesagt. Sie hatte Angst um dein Leben und das eurer Tochter. Verständlich. Nein. Sie hat noch nie etwas von mir verborgen und sie lässt sich keine Angst machen. Ein anonymer Anrufer hat sie bedroht und sie hat getan, was man von einer First Lady erwarten würde. Sie hat die Familie beschützt. Diese Schweine, dafür werden sie büßen.
Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Du hast genug für uns getan, Vi. Jetzt müssen wir abwarten. Was jetzt? Kandidierst du immer noch? Auf jeden Fall. So leicht gibt sich Jefferson Pedales nicht geschlagen. Ich warte auf meine Gelegenheit und dann schlage ich zu. Ist es nicht das, was Sie wollen? Ich gebe Ihnen mehr, als Sie wollen. Das gilt auch für deine Belohnung. Pass auf dich auf, Vi. Viel Glück. Und schlaf gut. Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Also Aliens? Sehr witzig. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Also keine Aliens? Völlig egal was. Fakt ist, dass Jefferson bereit ist, es mit ihnen aufzunehmen. Guter Typ. Ja, stimmt. Okay. Dream on. Abgeschlossen. Das heißt, wir können uns jetzt schon die nächste wieder raussuchen. Und ich bin mal gespannt, ob das da noch irgendwie weitergeht oder nicht. Aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Gucken wir mal. Sweet Dreams. Also, warte noch einen Tag. Ja, da fehlt noch das letzte Rennen. Hier haben wir noch einen Psychokiller. Achso, das war ja... Ja, da brauchen wir noch ordentlich welche. Dann haben wir hier noch ganz normale Aufträge. Cyber-Psycho-Attacke. Das wüste Land. Finde Spuren des Cyber-Psychos mit Hilfe deines Scanners. Okay. Ich hoffe, das wird mir auch angezeigt. Wo? Genau. Wir haben auch nochmal einen Talentpunkt. Ah, gehen wir nochmal... Moment, wie viel brauchen wir hier? 18, 20 bräuchten wir insgesamt, um alles zu haben, ne? Auch Tech-Genie wäre dann bei 20 komplett drinne. Gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf oder gehe ich jetzt auch endlich mal auf Intelligenz oder halt auch auf Coolness? Oder weiter auf Consti und Co. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Tech-Genie fertig. Also volle 20 natürlich. Wenn du Items zählst, gehen die davon angebrachten Mods nicht verloren. Okay, das ist sehr cool. Ermöglicht das Umwandeln von Items von niedriger Qualität in hochwertigere. Ah, gut, machen wir erstmal das hier. Das hier hört sich nämlich ganz gut an. Gerade wenn die Waffen schon irgendwelche Mods haben. Dass wir dann quasi... ein bisschen eher dahin kommen. Und jetzt brauche ich definitiv eine Schnellreise-Liste. Moment. Kann ich da nicht eigentlich von hier oben vielleicht ein bisschen runterspringen? Könnte ich das vielleicht schaffen? Und auch überleben wäre jetzt eigentlich die Sache, aber ich glaube, den Jump werde ich definitiv nicht packen. Der ist zu hoch. Der ist eindeutig zu hoch. Gut, dann müssen wir halt wieder mal laufen. Was haben wir eigentlich hier? Ach, nur ein Zeitungsladen. Na gut. Dann wollen wir jetzt hier einmal noch durch. Achso, schon wieder zwei andere. Na gut. Ist den anderen, den wir hier gerettet haben, ja komplett woanders. So, jetzt mal gucken hier. Hier. Ist auch ein ganz schöner Weg hier. Ich bin hier schon am Dauerrennen. Hä? Warum sitzt ihr jetzt ja eigentlich in der Hocke noch? Genauso wie du hier. Ah, er hilft dir beim Kotzen. Na gut. Wurscht, wir wollen da jetzt noch runter. Das heißt, Ziel auswählen und einmal rüber ins Ganze. Oh. Ja. Gut,
Nehmen wir hier den Schnellreisepunkt. Den Rest müssen wir mit dem Auto fahren. Nehmen wir mal... Ja, was nehmen wir denn gleich schön mit? Weißt du, haben wir ja noch nicht so viele Autos, aber ein paar haben wir ja schon. Schauen wir mal, was können wir denn jetzt nehmen? Entweder die von Scorpion, die Karre. Unsere eigene. Unsere sehr alte Schrottkarre. Komm, wir nehmen nochmal einen Delamain. Wir rufen uns unser eigenes Taxi. Und ich glaube, das hat uns gerade sogar Geld gekostet, ne? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Dass wir das Taxi gerufen haben. Na, gucken wir mal. Muss ich, glaube ich, nochmal in der Aufnahme selbst gucken. Geben wir jetzt einfach mal Gas. Na? Das war noch ein ganz schön weiter Weg gewesen. Können wir mal das Radio anmachen? Ist mir sonst ein bisschen zu Och komm hier. Die Träume. Die können wir uns mal anmachen. Och, die sind ziemlich leise. Und oh, halt, ouch. Hey, wie? Ein Truck mit Cyberware ist in den Badlands liegen geblieben. Erstklassiger Chrom. Und das NCPD trödelt. Offenbar befürchten sie, dass ein Cyberpsycho den Unfall verursacht hat. Sieh dir das mal an, aber bring bitte niemanden um. Okay, machen wir. Das heißt, ich werde auch nochmal im Inventar... Achso, nee, wir haben ja die Pistole mit jetzt nicht tödlich. Das habe ich ja jetzt schon wieder vergessen. Oh. Warte, einfach nur, huh? Okay. Gut, da war einiges zwischen. Hier war jetzt nichts Interessantes. Blut B. Blut B. Folgen wir mal der Blutspur. Ah, Blut. Okay, ist doch ordentlicher Marsch gewesen. Hier ist noch mehr. Noch mehr. Eieiei, wie weit ist der denn gelaufen? Okay, was ist da hinten jetzt Phase? Neutralisiere die Bedrohung. Der hat sogar einen Totenschädel drauf. Ich habe. Oh, 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 oh. Der ist explosiv, der Behälter. Okay. Was hat der denn für einen geilen Anzug an? Ich will auch so einen. Das macht mir gerade Angst. Okay. Kurz nachladen. Was macht er da? Okay, laufen, 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 laufen. Brauche eigentlich keine Angst haben. Meine Waffe ist ja nicht tödlich, aber irgendwie macht er mir so ein bisschen Respekt. Au.
Der war jetzt krass. Zumal mit was für'n... Mit fliegenden Lasern, oder was? Auch so ein Anzug. Ne? Oh, 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 oh. Was du nicht siehst? Das hört sich nicht gut an. Der weiß natürlich instant, wo ich bin. Ah, so klappt das auch. Ich muss dich nur einmal kurz anvisieren. Na, smart kann ich jetzt schön nach unten schießen. Jedenfalls zwischendrin. Jetzt hält er das Ding die ganze Zeit nach oben. Au! Auf damit! Wow! Vorsichtig bleiben. Entdeckung. Ich will auch so einen Mecha-Anzug. Jawoll. So. Was hat er denn? Krauser? Okay. Recht viel Stuff. Lies den Splitter, archiviertes Gespräch, Shiva, Tevin und Raffenfeuer. Alter, ich will auch so einen Mecha-Anzug. Zumal mit so einer fetten Knarre. Dude, du hast das richtig gemacht. So, dann gucken wir jetzt mal den Splitter archiviertes Gespräch. Ja. Ah, da haben wir es auch gleich. Mann ey, der Scheiß bringt doch nichts. Wir kriegen kein Wort aus ihm raus. Und der Gestank von all dem Blut bringt mich zum Kotzen. Raffen Forever nutzen wir halt aus, solange er noch atmet. Wir fahren raus und er hilft uns da draußen mit der Ausrüstung. Alcados können Wasser aufspüren, sogar richtig weit unter der Erde. Quasi eine wandelnde Wüstenroute. Aber hab ich jedenfalls mal gehört. Wir können das testen. Also binden wir ihn die Motorhaube an die Motorhaube und er zeigt uns, wo wir graben sollen. Aber ich grab nirgendwo, das macht der für uns, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Okay, klingt nach einem soliden Plan. Schnapp dir den Wichser und dann los. Lies die Nachricht von Regina über die Psygers. Okay. Nachrichten öffnen. Oh. Ja. Nachrichten öffnen. Ah, hier. So. Soweit ich weiß, hat sich niemand um diesen Chaos bekannt. Wobei der Wagen aber echt nach Ruffen aussieht. Und die ganze Sache in ihrem Revier passiert ist. Kein Zeichen von äußerer Gewalt. Also muss der Angriff von innen gekommen sein. Sprich, entweder ist einer von den Ruffen durchgedreht oder ein Gefangener hat versucht auszubrechen. So oder so verheißt es nichts Gutes. Das ist da... Was?
dass es da so extrem still ist und keine Sau sich für die Sache interessiert. Du hattest fast recht, es war tatsächlich ein Gefangener, der zu Cyberpsycho geworden ist und entkommen konnte. Zufälligerweise war er auch ein Al-Qaeda-Kumpel von einem Gefangenen, den ich von denselben Truppe gerettet habe. Hat es geschafft, ihn zu überwältigen. Okay. Kriegen wir jetzt noch eine Gegenantwort? Ja. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich gebe die Info an Dakota weiter. Das ist schon besser, wenn die Familie jetzt übernimmt. Je schneller er wieder in einer vertrauten Umgebung ist, desto schneller wird er sich erholen. Saul war wahrscheinlich zu wertvoll, also haben sie vor seinen Augen so viele nützliche Infos wie möglich aus diesen armen Sau geprügelt, in der Hoffnung, dass Saul auch reden würde. Irgendwann haben sie die beiden dann getrennt und den Kerl mitgenommen für eine Fahrt durch die Wüste und dann ging die Scheiße erst richtig los. Wahrscheinlich dachte er, du gehörst auch zu denen. Schön, dass du ihn retten konntest. Okay. Ja. War wirklich schön. Jetzt will ich aber noch mal kurz gucken. Inventar. Wir haben neue Knarren. Jedenfalls auf jeden Fall eine. Ja, ach hier stimmt, wir haben ja noch eine ikonische Waffe. Cash, Revolver, der muss ja noch mal weggepackt werden. Und ein Crusher. Das ist eine Power-Schrotflinte. Das sieht für mich aus wie eine halbe Pistole. What? Eine Schrotflinte? So, die macht 280. Wir hatten hier nochmal eine. Ist ein krasser Unterschied. Gucken wir mal kurz. Das soll eine Schrotflinte sein, ja? Hammer. Das ist so eigentlich die richtige Schrotflinte für mich. Und ich habe ihn jetzt gerade umgebracht und ich wollte eigentlich dieses Schild schießen. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Hat keiner mitgekriegt. Verdammt. Ja. Aber für sich, die Schrotflinte ist nicht verkehrt. Die sollte ich mir mal echt vormerken. Was hatte ich denn jetzt sonst eigentlich? Ich hatte eigentlich mal die Tech-Schrotflinte, aber ich glaube, wir gehen mal wieder auf Power-Sachen über. Die Tech ist zwar cool, aber... Ich würde trotzdem sagen... nicht Tech, Smart. Smart war das. Die Smart-Schrotflinte hatten wir eigentlich immer drin. Aber ich würde sagen, so vom Damage deutlich mehr Schaden. Können wir hier auch noch ein Zielfernrohr drauf packen? Zeit fürs Zielen. Ja, Reichweite, Zeit fürs Zielen. Ich würde mal sagen, ich packe das Ding hier drauf. Mods, da haben wir auch keine. Und dann kann ich hier den kompletten anderen Rest wegnehmen. So, aber erstmal hier wieder aufs Alte. Overwatch, ne? Wie gesagt, ikonische Waffen will ich ja gerne behalten, aber dann brauche ich halt nochmal irgendwie eine Pistole. Na, smart. Ich weiß ja nicht, ob man mehrere Sachen gleichzeitig nehmen kann. Oh, Mindestlevel 28. Na denn? Gut. Mach erstmal schon mal ein bisschen was nochmal kaputt, damit wir dann halt auch gleich wieder was machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.